Gastgeber. Es ist mir eine wirklich außerordentliche Freude, Sie heute hier zu begrüßen. Wir alle teilen eine Passion und jeder, und ich mag nicht die Meinung teilen, aber uns verbindet die Passion und das muss man stärken. Ja, ich denke mal, der Rennsport besteht hauptsächlich aus die Liebe zum Pferd, die Liebe hauptsächlich zum Rennpferd und das macht es dann aus, egal ob man Züchter ist, ob man Reiter ist, ob man Trainer ist oder Besitzer, das ist ganz egal und das ist eben unsere tolle Rennsportfamilie. Die Geschichte Berlins ist natürlich auch mit Galopprennen verbunden und es gab viele Sachen in der Deutschlandhalle, unterm Funkturm. Also das sind alles so Historien, die dann nochmal aufleben, wenn man sie dann nachliest, wenn man es hört. Es war ein sehr, sehr interessanter, sehr schöner Abend. Es ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir uns verjüngen und dass neue Ideen, wir neuen Ideen Platz machen auch. Und dass es vorangeht. Also einer der schönsten Momente war jetzt dieser Abend, weil da sind alle Aspekte des Galopprennsports, der Vollblutzucht beleuchtet worden und die ganze Rennsportgemeinde war hier. Und es wird ja immer geunkt, dass es bei uns sehr viele Meinungen gibt, die auch unterschiedlich sind. Aber hier hat man gesehen, wir ziehen doch alle an einem Strang und zwar auf derselben Seite.